Herzlich willkommen zum zweiten Webinar. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Julia Scherer. Ich werde das Webinar moderieren. Daniel Schmid, Chief Sustainability Officer der SAP SE, ist unser heutiger Referent. Auch den begrüßen wir ganz herzlich. Den müssten Sie schon in der Kamera sehen. Gleich übergebe ich an ihn. Zur SAP zwei Worte: rund oder etwas mehr als 85.000 Mitarbeiter an 130 Standorten weltweit. Und wir wollen heute von SAP wissen oder von Daniel Schmid wissen, wie es klappt, SDG 8, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, über so viele Orte an so viele Menschen zu transportieren. Und welche Lösungen SAP kennt, ausprobiert, anwendet, dass das gut und einfach funktioniert. Ein paar Hinweise zum Ablauf des Webinars. Wenn Sie Probleme haben mit der Technik, dann fragen Sie bitte einfach im Chat @Hanna. Die wird sich darum kümmern. Wenn es Fragen gibt zum Inhalt, dann wollen wir es so machen, dass wir jetzt erstmal dem Webinar folgen, also Daniel Schmid reden lassen. Und im Anschluss an die Präsentation dann die Fragen gesammelt, gebündelt, geclustert, wie auch immer. Das wird dann meine Aufgabe sein, an den Referenten stellen. Ihre Mikrofone werden ausgeschaltet bleiben. Das hat den Hintergrund, dass man sofort jedes kleine Nebengeräusch hören würde. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf die Streamqualität. So viel dazu. Noch kurz der Hinweis. Manchmal ist es ja so, dass Leute die Sitzung auch während des Webinars verlassen müssen, dass wir am 27.06. dann das dritte Webinar haben zu SDG 9, Industrie Innovation Infrastruktur, mit Christina Berghäuser vom Flughafen München. Wer sich jetzt schon dafür anmelden möchte, schreibt eine E-Mail an hanna.rautenberg@bertelsmann-stiftung.de. Die E-Mail-Adresse kommt sicher auch gleich in den Chat. Und der Hinweis, dass wir für dieses eine Webinar die Software wechseln werden und zu GoToWebinar gehen. Also alle, die sich jetzt an Skype for Business gewöhnt haben, es gibt eine kleine Ausnahme am 27.06. Gut, so viel an Hinweisen vorab. Und dann freuen wir uns jetzt auf den Vortrag von Daniel Schmid. Bitte, the floor is yours. Oder wie sagt man in der Online-Präsentation? Ja. Vielen, vielen Dank, Julia, und herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Teilnahme hier am Webinar. Und ich möchte starten mit einer Anekdote, die ich von 3 Vierteljahr erlebt hatte. Da war ich eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Ich war der einzige Vertreter sozusagen des inneren Zirkel der Nachhaltigkeitsverantwortlichen, und neben mir standen Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder namhafter Unternehmen. Und dann kam eine Frage aus dem Publikum zu den SDGs. Und die Person, die neben mir stand, ein Vorstandsmitglied einer großen Versicherung, hat sich zu mir getreten und sagte: Herr Schmid, können Sie mir helfen? Hat der gerade SUV gesagt? Also ich finde es toll, dass die Bertelsmann Stiftung ein solches Webinar und eine ganze Serie an Webinars anbietet, weil ich glaube, die Situation hat sich im Dreivierteljahr jetzt auch nicht groß geändert. Wenn ich Menschen anspreche, dann wissen viele eben noch nichts mit dieser Abkürzung SDGs oder den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, der Staatengemeinschaft anzufangen. Insofern ist es da wichtig, und es liegt an alle, an uns. Und das wäre auch mein Wunsch an Sie, dass Sie sozusagen Multiplikator werden und diesen Plan, den wir uns, die Staatengemeinschaft, für unseren Planeten gesetzt haben fürs Jahr 2030, dass wir den hinaustragen, dass die Leute dies kennen und mithelfen können, dies zu erreichen. In einem ersten Schritt würde ich gerne so kurz die Definition und das Verständnis bei der SAP zur Nachhaltigkeit erläutern und auch die Frage beantworten, wieso haben wir bei der SAP einen solchen Fokus auf Nachhaltigkeit, um dann aber auch einzugehen auf das Ziel Nummer 8 und da ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, Hintergrundwissen anzureichern,
Und dann in vier Beispiele abzutauchen, wie eben Technologie helfen kann, dieses Ziel zu erreichen. Und in einem vierten Schritt, abschließenden Schritt, einfach nochmal das zusammenzuführen, in den Bogen zu spannen zwischen Technologie, Informationstechnologie und den Nachhaltigkeitszielen. Und dann anschließend freue ich mich auf eine spannende Diskussion. Und das ist wie beim Fußball, da kann man bei Nachhaltigkeit immer unterschiedlicher Meinung sein und trefflich und prima diskutieren. Ja, sich austauschen dazu. Insofern, und ich rufe bewusst noch nicht das erste Folie auf, weil dann fangen Sie alle gleich an zu lesen und hören mir vielleicht nicht mehr so viel zu. Insofern probiere ich es mal einfach über die Sprache zu transportieren. Erstens, was ist die Definition, das Verständnis bei Nachhaltigkeit? Weil viele verbinden es doch nach wie vor nur mit der grünen Dimension, mit der Umweltdimension. Wir bei der SAP haben die breite Definition angewendet. Das heißt, über alle drei Säulen, die wirtschaftliche Wirkung, die sozial-gesellschaftliche Wirkung und eben die Umweltwirkung unserer Geschäftstätigkeit und unserer Lösung im Einsatz bei unseren Kunden anzuschauen. Also das holistische Bild und die Langfristigkeit. Das sind die zwei Kernelemente unserer Definition. Und da helfen natürlich jetzt auch diese 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, diese Breite aufzuzeigen dieses Themas und dass es eben nicht nur um CO2 geht beispielsweise, was viele doch damit assoziieren. Also das ist die Definition. Der zweite Aspekt hier in diesem ersten Block ist, wieso setzen wir bei der SAP einen solchen Fokus darauf? Wir setzen einen Fokus drauf, weil wir davon überzeugt sind, dass das das Richtige ist, was wir tun sollten. Aber wir haben es eben auch in einem Business-Kontext zu sehen. Und das Schöne und Charmante ist, wenn man es sinnvoll verknüpft, dann ist das eben auch ein ganz starker Business Case. Und ich glaube, vor ein paar Jahren waren bei vielen Unternehmen noch so eine Denke drin im Kopf, man ist entweder profitabel oder nachhaltig. Und mehr Unternehmen quer über die Industrien haben erkannt, wenn Sie Nachhaltigkeit in Ihre Kerngeschäftsstrategie einbetten, dann führt das zu mehr Geschäftserfolg. Und so sehe ich auch meinen Auftrag in meiner Rolle als Leiter Nachhaltigkeit bei der SAP, die Menschen zu überzeugen, dass wir sind alle gut trainiert in dieser rein finanzoptimierten Denke. Ja, die ist wichtig und richtig, aber diese Denke noch anzureichern, was sind die Wirkungen unserer Entscheidung auf uns Menschen und was sind die Wirkungen unserer Entscheidung auf unsere Umwelt. Und das führt zu besseren Entscheidungen und zu einem besseren Geschäftserfolg. Das ist so die gesamte Geschichte, die ich immer wieder versuche zu erzählen. Und es ist gut natürlich, wenn man das untermauern kann mit Beispielen. Und jetzt rufe ich dann doch auch mal das auf, weil Sie dann die ganze Bandbreite sehen. Ob das, und ich fange mal links unten an mit dem schönen Begriff License to Operate. Vor 5 Jahren haben wir noch einen Fragebogen im Quartal bekommen, wo wir unabhängig von den Möglichkeiten unserer Softwarelösung von unseren Kunden gefragt wurden, ja, habt ihr denn Menschenrechts- und Arbeitsstandard-Policy im Einsatz? Habt ihr denn Umweltmanagementsystem zertifizierter Art an den Standorten etabliert? Habt ihr euch ein CO2-Ziel gesetzt und berichtet ihr darüber? Inzwischen kriegen wir jeden Tag diese Fragebögen und wirklich quer aus allen Ländern dieser Erde und quer über alle Industrien. Und wenn wir da nicht in der Lage wären, die adäquat zu beantworten, dann laufen wir Gefahr, gar nicht mehr unsere Software anbieten zu dürfen. Ja, das ist ein Thema, das wir als Lieferant von unseren Kunden da natürlich auch die Standards unserer Kunden erfüllen müssen. Und da passt so ein wunderbares Beispiel, was mir gerade in den Kopf kommt, aus dem Jahre, ich glaube, es war 2010. Da wurde ich damit konfrontiert, dass Kollegen aus unserer Vertriebsorganisation mich angesprochen haben und haben gesagt, oh, wir haben da einen Kunden in Kasachstan und der unterschreibt nur den Software-Deal, den Softwarevertrag, wenn wir uns verpflichten, demnächst eine Menschenrechts- und Arbeitsstandardsrichtlinie zu veröffentlichen. Kasachstan, ja, Baumwollgeschäft, dort ein großes Thema. Wir bei uns in der Informationstechnologie, wir haben da gar nicht dran gedacht, weil wir glauben, dass wir weltweit hervorragende Arbeitsbedingungen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten können und das Thema wie Kinderarbeit oder Sklavenarbeit in sich undenkbar ist in unserem Unternehmen. Deswegen haben wir nie dran gedacht. Aber dann haben wir uns natürlich verpflichtet und natürlich auch diesen Vertriebskontrakt unterschrieben zu bekommen. Aber das war dann auch Anlass für uns, ja, eine solche Richtlinie aufzusetzen.
Und inzwischen gehe ich sogar in diese verschiedenen Länder, nicht ich persönlich, sondern beauftrage dann das Audit-Team, die entsprechende Prüfung durchführen, ob denn da die Menschenrechts- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden oder ob es Dinge gibt, wo wir nachschärfen müssen. Und siehe da, da gibt es doch dann auch mal das eine oder andere kleinere Thema, was wir auch da bei uns entdecken. So viel mal zu License to Operate. Das andere Aspekt von Kundenseite ist natürlich, dass ich habe es gesagt, dieses Verständnis hat sich verschoben, dass man nicht mehr denkt, man ist profitabel oder nachhaltig, sondern dass eben ein Mehr an Nachhaltigkeit zu mehr Geschäftserfolg führt. Und insofern haben die Unternehmen, ob das im Automobilbereich ist, ob das im Energiesektor ist, ob das im Handel ist, im Konsumgüterbereich ist, die haben es eingebettet in ihrer Geschäftsstrategie und wollen Lösungen aus unserem Hause haben, um ihnen zu helfen dabei. Dann natürlich ein Klassiker, wenn wir Effizienz reinbringen in unsere Rechenzentren, was der größte Stromverbraucher bei uns ist, natürlich die Lösung, die wir über die Cloud anbieten. Wenn wir das effizienter machen, dann sparen wir auch Geld. Ja? Oder wenn wir zum Beispiel so eine tolle virtuelle Technologie wie jetzt gerade nutzen, in Webinarform, ohne dass irgendjemand von uns reisen musste, dann sparen wir natürlich Reisekosten. Und so führt das auch dann zu 155 Millionen an Kostenvermeidung in den letzten 3 Jahren, davon 75 Millionen allein im letzten Jahr. Ein ganz spannendes Thema ist auch noch, dass es uns Mitarbeitern so wichtig ist. Wir haben die Frage im Jahr 2009 zum ersten Mal im Rahmen unserer weltweiten Mitarbeiterbefragung gestellt, sollte denn die SAP Nachhaltigkeit ernsthaft verfolgen? Und ja, das erwartet man dann, dass da positive Antworten kommen. Und es war 77%. Inzwischen sagen 92%, dass ihnen das so wichtig ist und noch spannend zu beobachten. Die ganz Jungen bei uns in der Belegschaft bewerten das noch höher und die Älteren in der Belegschaft. Ich glaube, dass die Älteren, das sind diejenigen, die da entsprechend Druck auch von ihren Kindern bekommen. Aber insgesamt ein Riesenniveau und Jahr für Jahr gesteigert. Ist auch ein wichtiges Thema auf dem Arbeitsmarkt. Ja? Wenn wir Menschen gewinnen wollen, bei der SAP zu arbeiten, dann hinterfragen die das. Die möchten bei Unternehmen arbeiten, die auch entsprechend die eigenen hohen Standards erfüllen. Und dieses sogenannte Purpose-Driven, ja, diese Sinnhaftigkeit bei der Arbeit, das wird immer ein stärkeres Thema, ist auch noch eine wichtige Facette im Business Case, bis hin zu, dass Investoren das immer wichtiger wird. Und da hat sich der Anteil der sogenannten Sustainable oder Socially Responsible Investors, SRIs, bei der SAP in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Und das sind die Investoren, die wir so gerne haben, weil die nicht heute die Aktie kaufen und morgen verkaufen. Das sind die Investoren, die langfristig in ein Unternehmen investieren. Und es ist natürlich auch eine tolle Facette des gesamthaften Business Cases. Und dann noch abschließend, Effizienz alleine reicht ja nicht, um die Themen, die uns auf der Erde begegnen und die Herausforderungen, die wir da haben, zu lösen. Das ist wichtig, Effizienz, aber Dinge anders tun. Zum Beispiel jetzt ein solches Training über ein Webinar anzubieten und eine Diskussionsplattform anzubieten, ist etwas anderes zu tun. Ja, wir hätten jetzt auch alle anreisen können und dann Fahrgemeinschaften bilden oder halt Autos, die geringeren CO2-Verbrauch haben. Das wäre aber ein Effizienzthema. Aber so haben wir es gar nicht, weil wir eben Technologie nutzen. Ja. Das Ganze, da sind wir schon auch stolz drauf. Unsere Aktivitäten führen auch dazu, dass wir eine ganz gute Reputation haben. Im Softwarebereich werden wir, ob das Ökom ist oder Dow Jones Sustainability Ranking, als die Nummer 1 im Softwarebereich gesehen, wenn es um Nachhaltigkeitsperformance geht. So viel mal zum ersten Block, Verständnis und Definition von Nachhaltigkeit und wieso haben wir so einen Fokus darauf, auf dieses Thema. Und das ist eben in unserem Unternehmenskontext auch insgesamt einfach ein spannender und toller Business Case. Zu den 17 Zielen. Dort jetzt speziell, und der Professor Leisinger hat ja auch den Abriss insgesamt gegeben beim letzten Mal und da waren vielleicht einige von Ihnen auch schon mit dabei. Heute geht es ja um den Schwerpunkt auf dieses Ziel Nummer 8. Und da sind doch Themen zu nennen, wie dass wir Größenordnung geschätzt 30, teilweise geht es sogar in die 40 Millionen Menschen, die unter sklavenähnlichen Umständen arbeiten müssen. Ja. Es geht darum, dass wir, diese Zahl ist über die letzten 8, 9 Jahre konstant geblieben, bei rund 200 Millionen Menschen haben auf der Erde, die gar nicht beschäftigt sind. Ein Drittel davon betrifft es insbesondere die jungen Menschen. Ja. Wir haben nach wie vor einen ganz großen Anteil von über 2 Milliarden Menschen, die unter der sogenannten Armutsgrenze leben.
Also sind riesen, riesen Themen. Und wie können wir denen einen Zugang schaffen? Bei dem Ziel Nummer 8 mit diesem Work Economic Growth, dort sind, und darauf möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen, sind alleine 14 Unterziele und 15 Indikatoren definiert. Das kann man alles wunderbar nachlesen. Im Internet ist das alles transparent dargestellt und noch mehr, viel mehr Fakten, als ich sie hier nur zusammenfassend darstelle. Möchte ich Sie einladen, auch da mal drauf zu schauen. Unten sehen Sie auch Quelle, das ist eine von möglichen Quellen, wo Sie Daten dazu finden. Aber was sind jetzt die Ziele? Und was ist so die Kausalkette? Was sind die Ursachen? Und ich glaube, und da bin ich persönlich ganz stark davon überzeugt, dass das Thema Zugang zu Bildung, Weiterbildungsangebote, Basisbildungsangebote, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube auch, das ist nicht nur der Schlüssel für das Ziel Nummer 8, ich glaube, es ist der Schlüssel für alle 17 Ziele der Vereinten Nationen. Ja, das ist ein Thema, wo wir uns alle der Sache annehmen müssen und schauen müssen, welche Angebote können wir machen, welche Rahmenbedingungen können wir schaffen, damit da entsprechend Zugang ist. Natürlich das Thema, wie können wir Kinderarbeit, aber auch diese sklavenähnlichen Zustände, Forced Labor genannt, wie können wir das überwinden? Ja? Was sind da Ursache-Wirkungsaspekte? Ja. Oft auch ein kritischer Teufelskreis. Ja. Wieso gehen die Kinder nicht zur Schule? Ja, weil sie arbeiten müssen, damit sie überhaupt überleben. Ja. Wie kann man diesen Teufelskreis durchbrechen? Darauf möchte ich gleich noch mal ein bisschen stärker eingehen. Aber auch dann Innovation, Technologie, Teilhabe bis hin zu einem elementaren Aspekt wenn es darum geht, Menschen in Arbeit zu bringen, ist natürlich, dass Finanzdienstleistungen möglich sind. Ja. Und da habe ich auch eines dieser vier Beispiele gewählt. Gehen wir es durch in der Kette mal diese vier Themen als Schwerpunkte. Wir können jetzt nicht in der halben Stunde des Impulses von mir jetzt alles im Detail durchgehen, aber diese vier Schwerpunkte. Und ich möchte mit dem ersten Aspekt, mit dem Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit beginnen. Und dort ist doch die Situation, dass gerade dort, wo jetzt auch Digitalisierung quer in allen Branchen eine Riesenrolle spielt, dass immer mehr Anforderungen gestellt werden an entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten in Menschen, zum Beispiel auch Informationstechnologie, Grundaspekte zu kennen, aber aus Anwendersicht bis hin zur Entwicklungssicht. Da kommt man nicht drum rum, egal wo man arbeitet, fast will ich sagen, und das wird sich sicher noch in der Zukunft verstärken. Aber wer hat da Zugang? Sind überhaupt Infrastrukturrahmenbedingungen gegeben, dort an solchen Kursen teilzunehmen? Wie ist das in den urbanen Regionen? In den Megacities ist es vielleicht noch leichter als jetzt in den ländlichen Regionen. Und da drei Beispiele, die sind hier unter Transformation schon aufgeschlüsselt, möchte ich benennen und kurz beleuchten. Und ich möchte starten mit den sogenannten MOOCs, diesen Massive Open Online Courses. Dort haben wir eine Plattform Open SAP etabliert und jetzt bin ich mal direkt aus dem Nähkästchen plaudern bei der SAP, was wir da machen. Diese Plattform hat einen riesen Erfolg. Das ist ein kostenloses Trainingsangebot, ähnlich wie es hier die Bertelsmann Stiftung anbietet. Dort wurden schon über 90 Kurse entwickelt und ich durfte selbst einen Kurs halten und ich weiß, wie viel Entwicklungsaufwand dahinter stand. Da ging es nämlich um Digitalisierung und Nachhaltigkeit und wie sich das gegenseitig bedingt und sinnvoll verknüpft werden kann. Das ist ein Riesenaufwand, aber wir sind stolz darauf, dass wir schon über 1,5 Millionen Menschen darüber erreicht haben, über diese 90 Kurse. Ja, also wird super angenommen. In über 180 Ländern haben sich die Menschen da diese Sachen schon angeschaut, die immer noch verfügbar sind aus der Konserve, aber auch immer wieder neue Kurse angeboten werden, die man dann auch parallel besuchen kann und entsprechend sogar auch mit dem Zertifikat, das ist ja vielen wichtig, abschließen kann und über parallele Online-Diskussionsforen begleiten kann. Aber man kann es ja auch im Nachhinein durchgehen. Und das Erfolgsrezept dieser Kurse ist, das sind immer so Häppchen von 15 Minuten. Videosequenzen, sodass man die auch ganz gut im Tagesablauf mal unterkriegt, um ein Thema dann insgesamt vielleicht in 6 Wochen durchzugehen. Dann
Mit BTEC, dort haben wir erkannt, insbesondere in den USA, dass es doch eine Lücke gibt zwischen Highschool und College und insbesondere Business- und Informationstechnologie-Themen zu adressieren und das Menschen zu ermöglichen, die eben nicht diese hohen Schulgebühren und Studiengebühren bezahlen können. Ja. Also da haben wir ein Thema entdeckt, das haben wir erfolgreich etabliert jetzt. Was natürlich auch vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber für die Menschen, die da in den Genuss kommen, ist es nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern macht es eben einen riesen Unterschied. Ein weiterer Aspekt sind die sogenannten Code Weeks. Dort haben wir inzwischen, und jetzt muss ich schnell nachschauen, damit ich nichts Falsches sage, aber ich meine, wir hätten jetzt die Grenze von genau 500.000 Menschen in 2016 erreicht. 500.000, also 500.000 an Teilnehmern dieser Code Weeks, in denen grundsätzliche Basis-IT-Kenntnisse, Coding-Skills vermittelt werden, erreichen können. Das haben wir ursprünglich mal in Europa angefangen, dann ausgedehnt, in 30 Ländern in Afrika beispielsweise diese Angebote durchgeführt. Dort ist auch der Großteil dieser 500.000, nämlich 400.000 Teilnehmer hatten wir dort. Und dann haben wir noch so sehr gute Erfahrungen gemacht, auch in entsprechende Flüchtlingscenter zu gehen, ob in der Türkei, in Jordanien, in Ägypten, im Libanon, wo wir entsprechende Ausbildungsangebote durchgeführt haben, die prima angenommen worden sind. Ich selbst hatte das Privileg, letztes Jahr 2 Wochen lang ein Sabbatical durchführen zu dürfen in Ghana und durfte da die Regina begleiten, zusammen mit 2 Kollegen, die eben die Idee hatte, in Accra eine Coding School for Girls anzubieten. Also wer in Ghana haben schon viele Menschen Zugang zu IT, man sieht schon die Smartphones und einfache Telefone schon sehr verbreitet. Aber wenn man genau schaut, dann sind es doch mehr die Jungs, die diesen Zugang haben und weniger die Mädchen. Und wissend, wie entscheidend diese Basiskenntnisse sind für den späteren Zugang zum Arbeitsmarkt, hat sie, Regina selbst, kam in den Genuss, aus der Mittelschicht das Privileg zu haben, Informatik studieren zu dürfen, hat erst bei einer Bank gearbeitet, bevor sie sich selbstständig gemacht hat. Und da hat sie gesagt, da möchte sie was zurückgeben. Und sie möchte eben Mädchen aus den Slums auch die Möglichkeit geben, Coding Skills zu lernen. Ich war selbst dann bei Workshops dabei. Also hochspannend und mit unheimlichem Lerneifer und Neugierde, wie die Mädchen herangehen. Ich glaube, das ist ein toller Schlüssel zum Erfolg, um hier viel bessere Chancen auch dann später im Leben zu haben. In Bezug auf diese auch Angebote an Flüchtlinge möchte ich weiterführen, dass wir hier Aspekte auch zusammenbringen können, wo es darum geht, wie kann man auch zum Beispiel Open-SAP-Kurse nutzen, um Sprachbarrieren zu überwinden. Häufig ist ja das Thema, wie finden Menschen Anschluss, wie können sie integriert werden, wie können sie auch in der Arbeitswelt integriert werden. Und da ist Sprache ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Und diese Sprachbarriere zu überwinden, da haben wir beispielsweise einen Kurs aufgesetzt, auch wieder über unsere Open-SAP-Plattform, der sich gewendet hat an die vielen Partner und Menschen, die sich freiwillig engagieren, um Flüchtlingen in Deutschland das Leben zu erleichtern. Und die haben eben dann gelernt, wie sie sozusagen Deutsch als Fremdsprache vermitteln können. Das ist also ein Kurs, sozusagen jeder kann hier ein Deutschlehrer werden, um entsprechend diese Sprachbarriere zu überwinden. War ein Riesenerfolg. Da haben wir 9.000 Menschen an diesem Kurs teilgenommen und konnten entsprechend dann dieses Wissen anwenden in der Zusammenarbeit mit geflüchteten Menschen. Oder auch hier dieser European Pact for Youth. Wir wissen, dass gerade die Jugendarbeitslosigkeit in Ländern wie Spanien oder Portugal sehr groß ist. Wieso nicht da entsprechende Plattformen bieten, Transparenz bieten? Wo sind denn Möglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten, aber auch Beschäftigungsmöglichkeiten? Und bei Beschäftigung geht es ja auch nicht nur darum, jetzt Praktika anzubieten, oder ja, mal einen Einblick zu bekommen, mal 2 Wochen im Unternehmen reinzuschnuppern, auch vielleicht für die Flüchtlinge, sondern wie kann man sie wirklich einfach in die ganz normalen Ausbildungsprozesse integrieren? Und hat mich unheimlich gefreut, wie ich letzte Woche hier von einer Kollegin aus unserem Personalbereich erfahren habe, dass jetzt in unserem dualen Hochschulsystem in unserer Ausbildung entsprechend auch ein Kurs ist für Flüchtlinge, die dann auch entsprechend danach
bei uns dauerhaft beschäftigt werden. Also das sind, glaube ich, Aktivitäten, die jetzt darüber hinausgehen, einfach nur Praktika anzubieten, was natürlich auch schon ein toller, toller erster Start ist, aber glaube ich nicht ausreichend ist. Wenn ich mal auf das zweite Beispiel gehe hier in dem Kontext, haben wir doch die Situation mit den, man muss sich die Augen, die Zahl vor Augen führen, nochmal 30 Millionen, ich sagte sogar vielleicht 40 Millionen, also 30 Millionen, um es griffiger darzustellen, das ist mehr als in Australien und Neuseeland zusammenleben, ja, die eben in Sklaven ähnlichen Umständen arbeiten müssen. Und das ist sehr, sehr schockierend. Und da ist es ein Aspekt, wie man es überwinden kann. Ich glaube, es müssen mehrere Facetten zusammenkommen, aber ein Aspekt ist einfach Transparenz zu schaffen. Sind wir selbst uns dessen bewusst? Bekommen wir die Fragezeichen im Kopf, wenn vielleicht der Preis einer ist, wo wir sagen, konnte so eine Kleidung noch hergestellt werden? Zu dem Preis, ist das möglich oder nicht? Und da kann ich Sie nur ermuntern und einladen, und ich habe es selbst einfach mal ausprobiert, auf einen Link zu gehen, der da heißt slaveryfootprint.org, slaveryfootprint.org. Und das ist eine Plattform von Made in a Free World. Das ist eine NGO, die dieses Thema zu dem eigenen Thema gemacht hat. Und wo man einfach mal ein paar Fragen durchgehen kann, wie man typischerweise lebt und wie man als Konsument, welche Produkte man so hat, bis hin zu Schmuck, den man trägt, oder, was man an Nahrung aufnimmt. Und dann wurde mir vorhin gesagt, ja, 65 Sklaven arbeiten für mich. Also da, glaube ich, gehen die Augen auf. Ich glaube, da hilft dann aus einem prima Beispiel, wie Technologie helfen kann, einfach eine Transparenz mal zu schaffen, um die Augen zu öffnen. Das andere ist aber auch, ich sagte eingangs, wir bekommen so viele Fragebögen von Kunden. Wie können wir Plattformen schaffen, dass wir uns nicht ständig mit dem Ausfüllen von Fragebögen beschäftigen, sondern einfach transparent ist, wo haben wir denn Risiken in der Lieferkette? Wo sind denn, kann man denn dem Endverbraucher Transparenz schaffen beim Kaufen von Produkten? Und zum Beispiel Walmart als ganz großer Handelsunternehmen, Handelsriese in den USA, die nutzen unsere Lösung Product Stewardship Network, um alle ihre Lieferanten da zu evaluieren, zu untersuchen und genau diese Transparenz zu schaffen. Ich möchte aber auch ein anderes Beispiel bringen, und gerade hier steht schon das Stichwort SAP Ariba. Also wir sind hier mit Ariba, und das ist eben unsere Lösung für Supply Chain Management, also für den Umgang mit Lieferanten und das Einkaufsverhalten, die Einkaufsplattform anzubieten, aber auch Risiken darüber, diese Plattform zu managen, sind eben eine Partnerschaft mit Made in a Free World eingegangen, die eben gerade dort eine tolle Datenbank aufgebaut haben, um Sklavenarbeit hier zu überwinden. Und entsprechend dies dann in den Einkaufsprozessen auch von Unternehmen einzubinden, ist ein ganz, ganz wichtiges Element, wie man das überwinden kann. Schaue ich mal kurz, wie liege ich in der Zeit? Wir haben schon 28 Minuten, also noch ein paar Minuten habe ich, oder, Julia? Ja. Ein dritter Aspekt hier mit Transparenz und Vertrauen schaffen, möchte ich mal auch ansprechen. Und ich weise, dass ja auch noch Rittersport beim nächsten Mal, glaube ich, auftritt hier im Rahmen der Webinarserie oder beim übernächsten Mal. Wir haben es häufig mit landwirtschaftlichen Gütern zu tun und mit Wertschöpfungsketten, wo dann bei der Person, die eigentlich die tiefste Wertschöpfung leistet, nämlich der kleine Farmer, eigentlich wenig hängen bleibt und die Kinder dann auf dem Feld mitarbeiten müssen, weil eben nicht das Geld da ist, um sie in die Schule zu schicken. Und da kann man durch direkteren Zugang zu globalen Wertschöpfungsketten und durch eine Transparenzschaffung auch wieder einen riesen Unterschied machen. Und wir haben da tolle Erfahrungen gesammelt, ob das in dem Cashew-Business, was hier aufgeführt ist, in Afrika, der Fall war. Oder bei Chia-Nüsse werden in der Kosmetik, aber insbesondere in der Schokoladenindustrie genutzt. Oder ob das Kaffee oder Kakao ist. Dort kann man durch Transparenz von, oh, wo ist denn Bedarf? Wo kann ich denn meine zum Beispiel Chia-Nüsse verkaufen?
Sollte ich denn warten noch mit dem Verkauf? Weil heute ist die Situation so, da kommt der Zwischenhändler ins Dorf und diktiert den Preis und sagt zu der Dame an der Straßenecke, ich kaufe dir den Sack Nüsse ab für den und den Preis. Wenn sie denn nicht weiß, dass sie dann vielleicht in der Woche einen besseren Preis kriegen würde, dass sie, wenn sie sich mit 10 anderen Frauen zusammentut und mehr Verkaufspower generiert, im Nachbarort vielleicht verkaufen sollte, um da einen besseren Preis zu kriegen, dann macht sie das nicht, ja. Und da kann natürlich das ist ein Zusammenspiel von Bildung, von Technologie und von Kleinstkrediten, also wieder das Finanzthema mit eingespielt. Da kann man einen riesen Unterschied machen. Und bei dem Shia-Thema, wo ich selbst persönlich involviert war, ist es so, dass dann festgestellt wurde, dass um 50 bis 80% das Einkommen verbessert wurde. Das ist dann immer noch auf einem geringen Niveau, aber das macht den Unterschied, ob eben die Frauen dann ihre Kinder auf die Schule schicken können oder nicht. Das Tolle ist auch, das war ein Innovationstreiber für uns. Ja, diese Erfahrungen, diesen Projekten, die wir in Partnerschaft mit der Bill und Melinda Gates Stiftung gemacht haben oder mit der GIZ, die haben dazu geführt, dass wir eine Lösung nun an den Markt gebracht haben, die da heißt SAP Rural Sourcing Management. Beispielsweise Barry Callebaut, das ist der weltweit größte Schokoladenproduzent, der beliefert sicher auch Rittersport oder eben Mars oder Nestle oder Lindt, wie sie alle heißen. Als Marke selbst kennt man es gar nicht als Endverbraucher, aber Barry Callebaut ist hier der größte. Und die haben diese Lösung jetzt im Einsatz, ja, und schon bei 65.000 Kleinstbauern. Und das ist ein Riesenunterschied, ja, und das schafft eine Transparenz. Dann, die dann auch wieder von den Rittersports dieser Welt gegenüber Barry Callebaut gefordert wird. Und das kann eben die Arbeitsbedingungen und dann die Lebensbedingungen massiv verändern. Hier abschließend als Beispiel noch das Thema mit Zugang zu Finanzservices. Ja, ob das, also wie kann Geld überhaupt überwiesen werden? Wie kann man Zugang haben? Braucht man ein Konto? Kann man das mit einem einfachen Textnachrichten, also nicht mit High-End-Technologie, die wir vielleicht im Online-Banking gewohnt sind, sondern mit Textnachrichten auf einem ganz einfachen Telefon entsprechend übermitteln? Und da gibt es tolle Beispiele, ob das die Grameen Bank ist, die ja selbst von den Frauen auch die sind dann selbst Besitzer dieser Bank, die eben sich auf Kleinstkredite fokussiert, oder wir arbeiten mit Dash Kredit zusammen, haben eben unsere Technologie dort im Einsatz, die da den Unterschied macht. Dash ist in Indien tätig und die haben eben entsprechend schon 1 Million Menschen darüber erreicht und denen eben Zugang zu einfachsten Finanztransaktionen ermöglicht, sodass diese Barriere zu überwinden gilt, ja, um wieder geregelt in Lohn und Arbeit zu kommen. Ich möchte diesen Part abschließen und möchte zu dem vierten und letzten Part kommen und auch ein paar kritische Fragen, die vielleicht auch dann wunderbar zur Diskussion passen, Julia, schon auch selbst reinstellen. Dann Digitalisierung ist in aller Munde. Digitalisierung bietet ganz viele Chancen, aber Digitalisierung bietet vielleicht auch Risiken. Nicht nur vielleicht, sie hat Risiken. Und wie können wir denn sicherstellen, dass wir die Digitalisierung, die digitale Transformation in den Geschäftsmodellen, in den Geschäftsprozessen so anwenden, dass sie einen positiven Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen erbringen und nicht einen negativen Beitrag? Dann kann man auch ganz klar bei der Frage Future of Work genauer anschauen, ja, ist es dann so, dass dann nur noch ganz hochqualifizierte Jobs, nämlich die vielleicht die künstliche Intelligenz programmieren können, gefordert werden und fallen andere Tätigkeiten ganz weg? Das sind sicher Fragestellungen, wo auch ich noch nicht die Antworten immer habe. Aber das sind natürlich auch Aspekte, die wir genauer prüfen müssen. Wir selbst haben in meinem Bereich auch ein Projekt aufgesetzt, die Fragestellung da näher zu untersuchen. Wir nennen es Responsible Digitalization, ja, also verantwortungsvoller Umgang mit der Digitalisierung, wo es eben nicht nur um klassisch Datenschutz, Datensicherheitsthemen geht, sondern auch, was passiert denn mit diesen digitalen Geschäftsmodellen? Welche Effekte haben die? Was zieht das nach sich? Und das ist sicher eine Fragestellung auch mit der Future of Work, genau, mit der Zukunft der Arbeiten. Wie verändern sich dort Ausbildungsnotwendigkeiten und ist es dann nur noch einer Elite zugänglich oder schaffen wir es hier von der Weltbevölkerung schauend, alle Menschen in gute Arbeit zu bringen?
Bei SAP sind wir es schon seit Jahren gewohnt, immer die technologischen Buzzwords zu bringen, wie Hyperconnectivity, Supercomputing, Cloud Computing, Big Data, all das. Ich sehe es auch in meiner Rolle, dass wir das immer verbinden sollten mit den Themen, die uns alle beschäftigen, nämlich ob das das Bevölkerungswachstum ist, der demografische Wandel, die Knappheit an Gütern und Ressourcen, der Klimawandel, die Verstädterung, immer mehr Menschen möchten in Megacities leben. Ich glaube, das ist auch mehr die Sprache unserer Kunden und sicher auch mehr die Sprache von Ihnen jetzt im Webinar. Insofern, da möchte ich gar nicht lange verweilen, aber ich glaube, das ist auch ein Lernprozess bei der SAP, dass wir da noch besser werden können. Wir haben eine tolle Vision schon vor Jahren definiert. Also Vision und Purpose heißt so schön, ist bei der SAP Help the World Run Better and Improve People's Lives. Im Deutschen klingt es nicht so geschmeidig wie im Englischen, deswegen bin ich gerne bei der englischen Version. Help the world run better and improve people's lives. Das ist ja so ein starkes Nachhaltigkeitsstatement. Es könnte aus meiner Nachhaltigkeitsrolle heraus gar nicht besser sein. Und dann kamen wir mit unserer sehr technologiefokussierten Strategie. Deswegen haben wir jetzt auch eine Broschüre erarbeitet. Die nächste Version ist gerade schon wieder in der Mache, zu sagen, wie wird denn unsere Vision dort realisiert? Welche Beispiele können wir denn aufzeigen, bis hin, dass wir ein Webbook gemacht haben unter sap.com/UN Global Goals, finden Sie dort zu allen 17 Zielen Beispiele, wie Informationstechnologie dazu beitragen kann, diese Ziele zu erreichen, in griffiger Form, in Kundenbeispielen, in Videos unterlegt, aber auch nochmal in Daten unterlegt. So viel von meiner Seite mal in den dann doch etwas mehr als einer halben Stunde und damit Julia, zurück an dich. Gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank erstmal für diesen super spannenden, super ausführlichen Input, lieber Daniel. Ich habe mir aufgeschrieben, dass das sehr viel mit dem Kerngeschäft von SAP zu tun hat. Und jetzt rauschen auch schon die ersten Fragen rein. Ich kann nur sagen, bitte nutzen Sie die Gelegenheiten, Fragen im Chat zu stellen. Ich werde auch versuchen, die alle adäquat wiederzugeben in der gegebenen Zeit. Vorher noch, die Bertelsmann Stiftung macht dieses Webinar nicht alleine. SNIP, der DNWE und SDSN sind mit dabei als unsere Partner und haben sich auch hier heute eingeloggt. Auf geht's. Die ersten Fragen kamen direkt auf der ersten Folie. Da ging es um die License to Operate und die Frage, inwiefern man, wenn man täglich Fragebögen beantwortet, auf standardisierte Antworten zurückgreift, was das für die Konsistenz bedeutet. Und besonders super spannend, das wird uns auch im Beispiel SDGs natürlich begleiten, inwiefern kulturelle Hintergründe dabei eine Rolle spielen, zumal ja gute Arbeit vielleicht nicht dasselbe in Lateinamerika wie in Asien, wie in Europa bedeutet, und man dort ja auch über verschiedene Definitionen nachdenkt. Ja, in der Tat ein spannendes Thema, weil es gerade auch für uns als Standard-Software-Hersteller natürlich spannend ist, dort zur Standardisierung beizutragen und dass wir uns nicht mit dem gegenseitigen Ausfüllen von Fragebogen beschäftigen, sondern echt mit der Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung und mit den Rahmenbedingungen beschäftigen. Und da ist die Zeit viel besser investiert. Insofern, ja, es gibt auch schon verschiedene Plattformen, die genutzt werden, sodass dann auch Anbieter von Produkten oder Dienstleistungen nicht sozusagen pro Kunde so diese Dinge ausfüllen muss, sondern dann einmal ausfüllt und dann nutzen das mehrere Kunden. Da gibt es Lösungen. Für uns ist das natürlich auch im Ariba-Netzwerk ein ganz wichtiges Thema, sodass wir jetzt im Sommer da auch entsprechende die Lösung angereichert haben, um genau solche Dinge einzubetten, um diesem Standardisierungsvorgehen Rechnung zu tragen. Und mitzuhelfen, dass wir hier nicht eine extreme Heterogenität haben. Auf der anderen Seite spüren wir schon immer auch, von wo kommen die Fragebogen her, aus welcher Industrie. Und dann werden wir schon Dinge manchmal gefragt, wo es dann zum Beispiel um die Konfliktmineralien geht, Stichwort Kongo. Wir sind aber kein Hardwarehersteller, ja. Wir machen nur die Software. Für die Software brauchen Sie Hardware, aber das sind dann andere Lieferanten. Insofern merkt man dann oft, oder wenn es dann tief geht in Umweltmanagementsysteme, ist das eher mehr Fragen aus der Chemieindustrie oder aus dem produzierenden Manufacturing Business oder ist es eben aus dem Dienstleistungsbusiness, wo die Fragen ganz anders sind.
Insofern gibt es da weniger Länderunterschiede und kulturelle Unterschiede, sondern mehr Industrieunterschiede, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz sind es bei den Fragen nach den Arbeitsbedingungen und Menschenrechten orientieren sich eigentlich alle zunehmend an den sogenannten ILO, International Labour Organization, und die Standards, die dort definiert sind. Ich glaube, das ist ein gutes Vorgehen, dass man da doch versucht, bei allem globalen Business mit einer Sprache zu sprechen. Eine Frage, die uns vor dem Webinar erreicht hat und ich jetzt an der Stelle einfach einfließen lassen möchte, ist, dass die SDGs ja das Potenzial bieten, dass Unternehmenshandeln und politisches Handeln in Bezug auf Nachhaltigkeit ja stärker harmonisiert wird, nennen wir das mal. Nun ist es so, dass die SDGs national gemessen werden, also der Beitrag der einzelnen Länder zu den SDGs wird erhoben und globale Unternehmen berichten ihre Nachhaltigkeit ja oft oder über ihre Nachhaltigkeit ja nicht unbedingt anhand einzelner Länder. Ich habe das mal für Sie nachgerechnet. Das wären dann so ungefähr 80 Länderreports. Wie gehen Sie mit dieser Frage nach globalen Daten beziehungsweise Beitrag auf regionaler, nationaler Ebene, nationalstaatlicher Ebene um? Ja. Ich würde gerne die Frage aus dem Blickwinkel von uns Bürgern der Erde beantworten. Und da interessiert uns erstmal die Gesamtsicht. Ja. Die Vereinten Nationen, konkret waren es, glaube ich, 193 Regierungsvertreter, haben ja 2015 diese 17 Ziele verabschiedet. Und sie haben gleichzeitig mit dieser Verabschiedung auch versprochen, uns Bürgern eine Transparenz, ein Monitoring zu ermöglichen, dass wir sehen, wie stehen wir denn mit der Zielerreichung. Und sind ja auch schon 2 Jahre jetzt fast vergangen, ja, und sind nicht mehr so viele bis 2030. Das klingt so weit weg, aber so lange ist es dann gar nicht mehr. Und insofern muss hier eine Transparenz global erfolgen, regional, Landesebene, teilweise auch auf Gemeindeebene. Da ist es schon spannend, und da habe ich auch gelernt, mal bei einem Treffen, was wir über E-Konsens organisiert haben, das ist ein Netzwerk in Deutschland, wo 35 Unternehmen Mitglied sind, die sich zu mehr Nachhaltigkeit verpflichten. Und da war eben das Statistische Bundesamt mit dabei. Das sind nämlich diejenigen, die letztendlich diese Indikatoren befüllen und die dann auch sagen, ja, wir müssen auch sicher gehen, dass über die Landesgrenzen hinweg dasselbe Verständnis ist, eine klare Definition und dann auch klar ist, wie Zahlen erhoben werden und welche Zahlen dann lokal erhoben werden und dann hochaggregiert werden oder gibt es nicht auch den umgekehrten Fall, dass Daten auf globaler Ebene entstehen und dann kaskadiert werden? Da gibt es entsprechende Verteilungsmechanismen, die man zum Beispiel aus der Finanzwelt über Umlageschlüssel kennt, die da von meinem Verständnis her angewendet werden. Aber da bin ich definitiv auch nicht mehr der Experte. Was ich nur sagen kann, ist, dass wir als SAP dort auch im Stichwort Ziel Nummer 17, so wie hier Bertelsmann zusammen mit anderen Organisationen eine Partnerschaft eingegangen ist, um so ein Webinar anzubieten, sind wir Partner bei dieser Big Data Koalition für diese Ziele. Und da helfen wir mit unserem sogenannten digitalen Boardroom-Lösung, genau diese Transparenz, dieses Monitoring zu erlauben und dass man dann das eben ganzheitlich sieht, die 17 Ziele, dann auch den 17 Zielen sind ja 169 Subziele und über 200 Indikatoren definiert. Also das ist für sich schon ein Schreit nach Big Data Analyse Tools. Da kommen wir natürlich mit unserer Technologie auch gerne ins Spiel und helfen dann, diese Transparenz zu schaffen. Und ich glaube, da gab es jetzt einen ersten Fortschrittsbericht, wo gerade Deutschland auch führend war, von meinem Verständnis, als erste da abgegeben haben. Aber ich bin da selbst noch in der Lernphase, wie das alles zusammenpassen soll. Gut. Die 17 Ziele, die gibt es ja so öffentlich eigentlich erst seit 2015, dass die verabschiedet wurden. Jetzt sind Sie schon lange am Thema Nachhaltigkeit dran und konnten sicherlich in so einer ersten Übung Ihre Aktivitäten erstmal zuordnen. Aktivitäten, die es schon länger gibt. Inwiefern können die SDGs denn zukünftig als Leitlinie für neue Dienstleistungen und Produkte zum Beispiel eingesetzt werden? Das ist ein ganz toller Aspekt, der mir richtig aus dem Herzen spricht, weil was beobachten wir? Und da haben wir uns ja als SAP genauso verhalten. Erstmal zu schauen, was hat man in der Vergangenheit gemacht und wie können wir das jetzt den 17 Zielen entsprechend zuordnen? In einer bestimmten Branche sind es vielleicht ein, zwei Ziele oder drei Ziele. In unserem Fall wo eben Digitalisierung und Informationstechnologie vieles berührt, können wir das sogar für die 17 Ziele darstellen. Aber dadurch ist die
haben wir noch nichts gewonnen auf der Erreichung dieser Ziele. Da haben wir erstmal nur Dinge zugeordnet und entsprechend strukturiert. Was wir erreichen, ist, dass wir eine gemeinsame Sprache jetzt sprechen und uns besser verständigen, weil ich beobachte, dass eben die Unternehmen querbeet dies als Sprachrahmenwerk nutzen, diese 17 Ziele, und das macht ganz viel Sinn. Aber dadurch ist noch keine Innovation entstanden. Und ich glaube, und da freue ich mich jetzt auch drauf, auf einen Workshop, den wir auch über E-Konsens jetzt machen, einen Design Thinking Workshop, wo wir schauen, können wir nicht helfen, Methodologien zu entwickeln, dass es mehr so Richtung Purpose-Driven Innovation geht. Also kann ich nicht im Innovationsansatz direkt die Wirkung mit berücksichtigen und dieses positive Beitragen zu diesen 17 Zielen oder Unterzielen davon. Das wäre natürlich eine tolle Traum oder Vision, wenn das direkt in Innovationsmethodologien eingebettet werden könnte. Werden wir das schaffen, weiß ich nicht. Was ich aber schon spüre, ist, dass jetzt mehr und mehr auch Social Entrepreneurs und so weiter das gleich nutzen und so als Denkanstoß, als Inspiration nutzen. Sind wir da schon weit? Nein, ich glaube, da sind wir ganz, ganz am Anfang der Reise. Und bisher, was ich beobachte, ist eher, man schaut, was hat man in der Vergangenheit gemacht und wie kann man es jetzt zuordnen. Viele Akteure sind ja ziemlich gut darin, immer gute Beispiele hervorzuheben und gute Labels zu schaffen, Auszeichnungsmerkmale für Dinge, die bestimmte Standards erfüllen. Jetzt hat vor einer Woche oder ein paar Wochen hat Precht gefordert, wir brauchen auch Bad Labeling. Und eine Frage aus dem Chat, würde ich sagen, geht ungefähr in diese Richtung. Also inwiefern sind denn auch potenziell negative Auswirkungen über Produkte erfasst und können vielleicht die SDGs auch helfen, so eine Form menschenrechtliches Risikoassessment aufzubauen? Weil mit der Vision, was wir wollen, was wir erreichen wollen gesellschaftlich, ist ja auch ganz klar verbunden, was dem entgegensteht und was nicht geschehen soll. Ja, und ich glaube, da hilft sogar auch wieder Technologie, dass wir hier in einer vernetzten Welt leben, dass wir mit den sozialen Medien auch eine Transparenz schaffen können, wenn Dinge entdeckt werden. Und wenn ich mal ein paar Jahre zurückdenke, das waren ja damals zwei australische Blogger, die Lieferketten-Thematiken bei Nike entdeckt hatten. Ich glaube, an dritter oder vierter Stelle in der Lieferkette, die dann zum direkten dramatischen Absturz auch der Aktie konsequenterweise geführt hat. Also die Konsequenzen hat das Unternehmen stark gespürt, daraus viel gelernt und inzwischen machen sie da vieles besser und richtiger als damals. Und damals brauchte es einen solchen Skandal, um da einen Anstoß zu schaffen. Also ich glaube, da helfen auch die Medien entsprechend eine Transparenz zu schaffen, dass hier eine Sensibilität von uns Verbrauchern da ist, um Missstände aufzudecken, aufzugreifen. Das sind Einzelne, das sind aber auch die NGOs, die da die Finger zurecht in die Wunde legen. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich. Und da gilt es auch dann, dass schon auch Einkäufer hingehen und dann sagen, du, wir haben dich jetzt hier geprüft als Lieferant, du hast da die und die Themen, wir helfen dir jetzt noch, die zu lösen. Aber wenn man keinen Fortschritt sieht, dann entsprechend sagt man auch, und jetzt bist du nicht mehr hier als Lieferant gelistet. Und ich glaube, ein solches Konsequenzenmanagement ist dann auch wirklich notwendig. Und auch, ich hatte vorhin das Beispiel gebracht mit Made in a Free World und diesen Link angegeben mit slaveryfootprint.org. Das sind eben transparent machen von Missständen. Ja? Wo findet das denn statt? Wo sind denn auch ob das in der Fischerei ist, ob das auch für mich ein Lerneffekt, wie sagt man, im Recyceln von Schiffen, ja, also wenn Schiffe nach ihrer Lebensdauer wieder zerkleinert werden, ja, da scheinen ganz schlimme Arbeitszustände zu herrschen und hochgefährliche Tätigkeiten gemacht zu werden, bis hin zu Umweltschäden, die vielleicht dann gemacht werden, wenn nicht entsprechend die Motoren und Maschinen da auch entsprechend gereinigt werden und umweltgerecht entsorgt werden, aber auch einen von den Arbeitsbedingungen unglaublich. Ja. Textilbranche haben wir schon angesprochen. Also es sind schon Missstände, wo es Transparenz ganz wichtig ist und hier auch ja, Stichwort Bad Labeling, also dann auch die Missstände an den Pranger zu stellen. Eine ganz kurze geschlossene Frage. Arbeiten Sie mit Ihren eigenen SAP-Software-Anwendungen und Angeboten auch, um Ihre eigene Nachhaltigkeitsberichterstattung durchzuführen?
Ja, klar, alles andere wäre sehr fern. Ja, Okay, und dann. natürlich. Und ich bin dann natürlich dann auch Koinnovationspartner für die Kollegen in der Entwicklung, die dort ja die Verantwortung tragen, um Nachhaltigkeitsaspekte in vorhandene Lösungen einzubetten oder dedizierte Lösungen zu entwickeln. Und klar, und das ist schon, da beneiden mich viele meiner Peers in anderen Unternehmen, wenn ich sagen kann, wir berichten ja nicht nur jetzt im Rahmen unseres integrierten Berichtes über nicht finanzielle Aspekte wie unsere CO2-Emissionen oder Mitarbeiterbindung oder Frauen in Führungspositionen, auch ein Thema bei der SAP oder generell in der Informationstechnologie, wie wir das verbessern können, sondern wir berichten darüber Quartal für Quartal und zwar offen. Wann immer wir Finanzkennzahlen berichten, berichten wir auch darüber. Und alle unsere gut 86.000 Mitarbeiter haben Zugang zu einem Sustainability Dashboard, wo wir unsere Technologie nutzen und eine tolle Transparenz schaffen. Zum Beispiel nicht nur die Kosten, die mit Flugreisen einhergehen, sondern auch die Emissionen gleichzeitig in einem Dashboard aufzuzeigen. Oder wie ist denn die Mitarbeiterbindung in deinem Bereich? Oder wie ist denn wie viele Frauen arbeiten in Führungspositionen in diesem Bereich? Ja, da schaffen wir Transparenz genau über unsere Lösung. Dann passt die Frage aus dem Chat hier an der Stelle ganz gut, ob es eine Kostenstelle für den Nachhaltigkeitsbericht bei SAP gibt und inwiefern die SAP Software Tools denn helfen, Kosten für so einen Nachhaltigkeitsbericht zu optimieren. Ja, wir haben sogar nicht mehr einen Nachhaltigkeitsbericht, weil das hat so eine Bedeutung, dass wir uns vor über 5 Jahren entschlossen haben, integriert zu berichten. Früher hatten wir den Finanzgeschäftsbericht und den Nachhaltigkeitsbericht. Und das ist ja auch ein Lerneffekt. Ja, hat das jetzt eine Bedeutung oder nicht? Kümmern wir uns heute ums Kernbusiness und wenn wir abends Zeit haben, ein bisschen um Nachhaltigkeit? Nein, das ist ja eingebettet. Und deswegen haben wir uns für die Berichtsperiode 2012 entschieden, integriert zu berichten, weil wir wissen, dass die zwar nicht finanziell Kennzahlen als nicht finanzielle Kennzahlen genannt werden, aber sie haben eine unheimliche finanzielle Wirkung, wie Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, unser Gesundheitskulturindex zahlt am größten ein. Ein Prozentpunkt Veränderung dieses Index heißen 80 bis 90 Millionen Euro mehr oder weniger in unserer Tasche zu haben. All das können Sie unter sapintegratedreport.com nachschauen. Das ist das meistgeklickte, diese Verknüpfung von finanziellen, nicht finanziellen Kennzahlen von unserem Bericht. Und ja, zur Berichterstellung werden Lösungen genutzt wie Disclosure Management und andere Lösungen, die natürlich den Unternehmen und uns im eigenen Hause helfen, solche Berichte zu veröffentlichen. Ich denke, die Frage nach den Standards, nach denen Sie berichten, kann man auch gut dort nachlesen. Die müssen wir jetzt nicht hier ausführen, also DNK, GRI etc., IRI. IIRC ist das Ja, vom integrierten Reporting. genau. GRI, ja, letzte, neueste Standards. Was wir nicht den deutschen Nachhaltigkeitskodex, den wenden wir nicht an als global agierendes Unternehmen, sind wir immer bestrebt, wie kann man, und das war ja eine passende Fragestellung vorhin, wie kann man über Ländergrenzen hinweg auch die hohen Standards sicherstellen. Da sind wir eher ein Freund davon, als jetzt nationale Dinge zu vertreten. Dann noch einmal ganz kurz zurück zu den SDGs, politisches Konzept versus unternehmerisches Konzept. Vieles an der Frage rund um Beitrag der Unternehmen zu den SDGs ist freiwillig. Also eigentlich so gut wie alles, auch wenn manche Standards, die natürlich sich in der Unternehmenswelt etabliert haben, bereits dort aufgegriffen werden. Warum ist es aus Ihrer Sicht dennoch wichtig und richtig für Unternehmen, Bezug zu den SDGs zu nehmen? Zwei Aspekte dazu als Antwort. Einmal, die SDGs sind dieser wunderbare gemeinsame Rahmenwerk, was uns vorher gefehlt hat. Wenn ich mit Menschen über Nachhaltigkeit spreche, macht es Sinn, am Anfang vom Gespräch das Verständnis zur Nachhaltigkeit zu klären, weil das ist meistens ein unterschiedliches, ne? Gerade weil der Begriff so vielfältig und geradezu inflationär auch benutzt wird. Da hilft die 17 Ziele helfen unheimlich mal, diese Bandbreite aufzuzeigen und ein Sprachwerk zu haben. Das generiert ein viel größeres Momentum und ist ein Impuls für noch mehr positive Aufwände in diese Richtung. Ich glaube, da profitieren wir alle davon, wenn wir das nutzen. Und genau das beobachte ich auch, dass es passiert. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren zu dem ersten Teil der Frage.
warum es für Unternehmen wichtig ist, auch wenn es sehr freiwillig ist, Ja, zu den genau. SDGs einen Genau. Ja, Beitrag zu sehr gut. leisten. Ja, genau. Und das war der Aspekt, wo ich versucht habe, auch nochmal zu zeigen, dass wenn man die Dinge sinnvoll verknüpft, und das ist ja gerade schön und gut, dass das oft dann eben nicht ein Konflikt ist, was viele denken, sondern dass es eben ein positives Geschäftsmodell ist. Ja, und ich habe vorhin die Facetten beleuchtet, ob das wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der SAP sind, wie wir sagen, Mensch, wir wollen für so ein Unternehmen arbeiten und das muss passen und wir finden diese Vision der SAP so toll und das muss dann unser Handeln auch dazu beitragen. Oder ob das eben auch die Investoren, die Kapitalmarktseite ist, denen das zunehmend wichtig ist. Also war spannend zu sehen, dass jetzt BlackRock, das ist der größte Asset Manager weltweit, als Mainstream-Investor gesehen, dass sie gesagt haben, sie betten jetzt Klimarisiken in ihren Investitionsentscheidungen mit ein, wenn sie eben überlegen, in welche Unternehmen sie investieren. Ja, das sind also auch nicht nur in dieser Nische der sogenannten socially responsible Investoren zu spüren, sondern auch bei Mainstream-Investoren, dass sie eben mehr und mehr auf nicht finanzielle Aspekte schauen. Und für die Investoren ist dann natürlich auch umso leichter, wenn die Unternehmen da die gemeinsame Sprache der SDGs nutzen. Aber dann können sie es viel besser vergleichen und sind viel schneller im Thema drin, als wenn wir da die Heterogenität wie in der Vergangenheit weiterleben würden. Also diese Facetten des gesamthaft positiven Business Cases, das sollte doch Ansporn sein für die Unternehmen, hier in Innovationsprozessen die SDGs mit reinzunehmen und als Ansporn zu sehen. Ich glaube, da das ist ein riesen Nutzen für die Unternehmen. Klasse. Ich würde sagen, das ist ein brillantes Schlusswort. Alle Fragen, die mich im Vorfeld erreicht haben, sind irgendwie untergekommen in der einen oder anderen geframten Form. Ich glaube auch dadurch, dass der. Ach so, im Chat gibt es noch eine. Vielleicht kann man da noch mal ganz kurz, bevor ich dann im Nachhinein Ärger kriege, nicht alles gestellt zu haben. Da geht es um Rebound-Effekte. Das finde ich sehr spannend in Bezug auf technologische Lösungen. Also, ob Sie sich auch Gedanken darüber machen oder inwiefern Sie sich Gedanken darüber machen, wie ein ja, verbundener Mehrverbrauch eingefangen werden kann in der Nachhaltigkeits in den Nachhaltigkeitsbestrebungen von SAP. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig Ja, es ist zusammengefasst. nur ganz schwierig, da eine allgemeingültige Antwort zu geben, weil das eben ganz viele Facetten sind und wo kann man Rebound-Effekte im Konsumentenverhalten sehen und also sich dann wird also sich beim Sprit fürs Auto gespart und dadurch die nächste Flugreise für den Urlaub bezahlt. Das ist ja so das klassische Beispiel für Rebound-Effekte. Also wie wird Konsumentenverhalten sein? Und ich glaube auch da, um die Brücke zu bauen zu den SDGs, wenn wir die immer wieder uns vor Augen führen als Leitfaden, als der Plan für unseren Planeten. Und es gibt keinen Plan B, weil es gibt ja auch keine Erde B. Ja, wir haben nur den einen Planeten. Also das ist der Plan für unseren Planeten. Und das als Rahmenwerk immer wieder zu nutzen, sich selbst zu hinterfragen, wie ist das mit dem Konsumentenverhalten? Oder bleiben wir hier bei dem Beispiel auch mit dem Ziel Nummer 8 und entsprechende gute Arbeitsbedingungen zu schaffen? Da kann eben Technologie einen riesen Beitrag leisten. Und wir hatten die Stichworte wie Zugang zu Bildung, wie Transparenz in der Lieferkette und sind wir durchgegangen. Ich glaube, da überwiegen die positiven Effekte. Da kann ich jetzt direkt keine Rebound-Effekte sehen, aber da muss ich vielleicht selbst auch noch dazu lernen. Bei dem Ressourcenthema oder Klimawandelthema und CO2-Emissionsthema, da muss man genau drauf schauen, wie verhalten sich Menschen, wenn sie an der einen Stelle etwas einsparen und geben sie es dann nicht doppelt oder dreifach an der anderen Stelle aus und hat es dann negative Effekte. Ich glaube, auch da hilft immer Transparenz und dann auch vielleicht Technologie zu nutzen, um solche Effekte besser greifbar zu machen. Gut, wunderbar. Vielen Dank. Wir haben jetzt, glaube ich, vollständig den Chat abgearbeitet. Und Fast eine dafür, Minute vor Zeitende, oder? Hier. Wahnsinn, pünktlich wie die Maurer. Dafür möchte ich auch den Teilnehmern danken, dass sie sich so rege beteiligt haben, spannende Nachfragen gestellt haben. Das macht so ein Webinar ja dann auch wirklich erst richtig lebendig. Der Input ist super, der ist wichtig.
Den kann man im Zweifel natürlich auch dann aufgezeichnet, was wir auch vorhaben, sich nochmal anschauen. Natürlich werden Namen und die Chatunterhaltung aus der Aufzeichnung herausgenommen und dann über die Plattformen des DNWE, von SNEEP, SDSN und der Bertelsmann Stiftung zur Verfügung gestellt. Nochmal an dieser Stelle ein großer virtueller Blumenstrauß an Daniel Schmidt. Ich denke, wir sehen uns dann analog auf der einen oder anderen Nachhaltigkeitsveranstaltung demnächst wieder weiter. Wieder. Der Hinweis, 7 zu, ach so, steht auch schon im Chat, der Hinweis zum nächsten Webinar. An dieser Stelle allen ein schattiges Plätzchen heute. Ich glaube, es ist bundesweit sehr warm. Und vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Hat riesen Spaß gemacht. Danke für die Einladung und danke für die tollen Fragen.